So, ein wunderschönen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal. Es geht endlich weiter, endlich wieder Doom. Ja, wir haben immer noch den Auftrag, das größte Blutnest der Erde zu zerstören, um der Hölle mal wieder deutlich zu machen. Halt, stopp, so geht's nicht weiter. Jetzt rede ich. Und ja, ich hatte hier gerade noch eine Meldung, irgendwas wegen Höllentotems. Das habe ich aber zu schnell weggeklickt. Das ist allerdings hier, genau. Höllentotems erhöhen Tempo und Schaden nahe Dämonen. Diese Dämonen spawnen unentwegt, bis das Höllentotem zerstört ist. Zerstöre das Totem per Nahkampfangriff, um den Buff aufzuheben. Ja, Prost, Mahlzeit. So, und bevor ich das vergesse, wir haben noch ein paar Anzugspunkte hier am Start. Die Eisbombe, also da fehlt mir noch ein Anzugspunkt. Diese Eislieferung finde ich eigentlich ziemlich cool. Erleiden eingefrorene Gegner Schaden oder werden getötet, hinterlassen sie Gesundheit. Das ist ja immer etwas, was man gebrauchen kann. Dash fühlt sich schnell wie aus. Glory Kills füllen Dash auf. Streubomben. Strahlenschutzanzug. Ich habe nichts irgendwie mit Strahlenschutzanzug. Ja, aber gut. Wir haben ja hier noch Waffenpunkte. So. Vollautomatik. Bewegungstempo. Hitzestoß. Ja, da fehlt mir aber noch die Waffenmod. Zerstörerklinge. Voll aufgeladen, entfesselt die Zerstörermod eine Schockwelle, die Dämonen ins Taumeln bringen. Klingt nett. Blitzkette, Aufladezeit der Zerstörerklinge um 20% verringert, weil die Aufladezeit ist schon ziemlich widerlich. Feuere Zerstörerklinge ab, bevor sie ihre Maximalbreite erreicht haben. Ja, aber es ist doch. Ist doch jetzt. Easy eigentlich, oder nicht? Ja, da kann ich... Ja gut, das habe ich ja fast fertig. Der Fleischhaken setzt Gegner für kurze Zeit im Brand, sodass sie nach einem Treffer mit der Super-Shotgun Rüstung hinterlassen. Ich würde vorschlagen, dass wir das einfach mal fertig machen. Da fehlt ja nicht mehr viel. So, Höllentotem in der Nähe, aber sie sagen natürlich nicht wo. Wäre ja auch zu einfach. Wäre ja auch viel zu einfach. Er zeigt mir aber hier einen Punkt an. Keine Ahnung, ich gehe mal durch und... Ah, lol, okay, da ist es schon. What the fuck, Höllentotem? Ja, ja, da ist es. Okay, noch vier Stück. Läuft. Ja, hätte ich mehr anwenden müssen. Ich gebe es zu, aber die Super Shotgun ist schon was ganz Feines, ist das. Da kommen Sie mal her, junger Mann. So nicht. Okay, dann haben wir das. Wo geht's denn hier links? Wie, was, wo? Sterblich gehandicapt, das ist so schön gesagt. So, da ist wieder so ein Zeitevent, so eine unheimliche Begegnung, oder wie man das nennt. Wie nennt sie das? War doch diese Herausforderung, ne? Schließe geheime Begegnung ab. Ja, unheimlich ist sie auch. Okay, ja, das ist da. Da ist irgendwie noch ein Secret, ne, zwei sogar. Wir müssen noch ganz viele Secrets sammeln. Aha. Oh, ich hasse euch, Mann. Ach, das war fies. Aber das ist gut, dass wir das Ding jetzt haben. Weil ich würde wirklich ganz gerne auf Eis gehen. Muss ich ja mal sagen. Ja, hinterlassen Sie Gesundheit. Und auf 5, Schaden gegen eingefrorene Dämonen ist erhöht. Das ist so mein Ziel. Ich denke mal, das ist ja nicht verkehrt, oder? So, dann haben wir hier noch was. Und zwar, da kommt man ja aber nicht so hin anscheinend. Da geht ein Gang runter, beziehungsweise das Loch im Boden. Und da muss man aber irgendwie wahrscheinlich hier so rumkommen. Ich vermute mal wieder stark, dass man da jetzt auch
nicht hinkommt zum jetzigen Zeitpunkt. Ansonsten ist es hier nichts. Oder ich irre mich und es sieht schon fies aus. Erinnert mich so ein bisschen an Agony. Ja, doch. Ohne Rüstung, das ist sehr schön. Ah, und dann öffnet sich auch immer die Fresse, wenn wir diesen Teleporter da durchqueren. Gut, dann haben wir das jetzt. Keine Muni. Aha, gelber Blutschlüssel. Und dann komme ich hier längs. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Event da? Blut. Jetzt ist das auf. What the fuck? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich weiß nicht, was für Gegner kommen. Wir checken das einfach mal aus. Was soll da schon schief gehen? Ah, okay. Ja, die Glory Kills fressen einfach übelst viel Zeit, ne? Das ist das Problem. Ja. Ja, das müssen wir nochmal machen, weil das ist einfach zu viel Zeit. Unendlich viel Zeit. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht durch den Teleporter latsche. Und ich brauche erstmal Muni. Gut, gut, dann failen wir extra nochmal, um halt einfach ein bisschen Muni zu sammeln. Ah, scheiße, jetzt habe ich den anderen gekillt. Nee, wir warten mal. Ja, es tut weh, ich weiß. Ist gleich weg. Nochmal. Ja, das war komplett fail gerade. Ja, ist komplett fail. Das war scheiße. Da habe ich gerade alles verkackt, was man verkacken kann. Alternativ können wir natürlich nochmal schauen, ob hier irgendwo Muni liegt. Da ist sogar was. Sehr schön, da unten ist auch noch was. Und das war's. Okay, dann packen wir das jetzt. Habe ich mir fest vorgenommen. Da ist. Das Ding ist ja, wenn die aufgeladen ist, ich bin ultra langsam. Heilige Scheiße, das kann ich nicht bringen. Das Ding ist, also da bin ich ja mega langsam mit. Das ist ja unfeierlich. Das wäre auch nochmal eine Idee, ne? Super Shotgun regelt grundsätzlich. Ist nun mal ein Fakt. Gut. Geil, dann haben wir das. Jetzt habe ich wieder einen Waffenpunkt mehr, ja? Haftbomben. Feuere Zerstörerkling ab, bevor sie ihre Maximalreichweite. Hä? Was ist. Ich dachte, ich muss das grundsätzlich erstmal aufladen. Warte mal, lass mal gucken. Hey. Wie soll ich das denn machen? Ich muss es doch komplett aufladen. Oder habe ich da, checke ich da irgendwas nicht? Ach so, das ist die Belohnung oder was? Meisterschaftsforderung umgehen. Er tötet mindestens 3 Gegner 15 Mal mit der Zerstörerkling. Okay, alles klar. Okay, ich hab's falsch verstanden. Okay. Aber wir machen das erstmal fertig. So, hier war noch irgendwo Leben. Es sind noch so viele Secrets, die wir noch nicht geholt haben. Wir gehen jetzt erstmal da durch. Und dann müsste ja eigentlich. Die Erde ist der Schmelztiegel des Universums.
Was auch immer. Tatsache. Okay, das war easy. Ich glaube, ich hätte ganz... Ja, doch. Mehr Gesundheit. Sehr gern. Nehme ich. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch. Wir haben jetzt den gelben Blutschlüssel. Ich weiß aber, dass hier... Wo wir unsere erste Kampfbegegnung hatten, war das hier? Ich glaube, ja. Nee, das ist Schwachsinn. Das war hier. Dass da so ein blaues Tor war. Also brauchen wir auf jeden Fall noch einen blauen Schlüssel. Ist logisch, ne? Kein Bock auf diese Tentakel. War der Kako, die immer Schwachstelle? Ja, kenne ich doch schon. Oh, noch einer noch. Dann haben wir die Herausforderung erreicht. In einem einzigen Spielstand. Oh, wie er brennt. Ist das schön. Ja, komm schon! Was ist das da? Ich nehm's ab. Oh, gerettet. Ich wusste nicht, was es war, aber es hat mir Health und Schild gebracht. Das ist natürlich... Was ist denn das da oben? Ist alles so neu und aufregend hier. Moment. Ich muss erstmal hier... Fuck. Nee, das ist... Kann ich nicht bringen gerade hier. Das Ding ist, du musst halt... Diese Aufladerate ist halt so extrem bei denen. Das kannst du in schnellen Gefechten gar nicht bringen. Zieht euch das mal rein. Das braucht ewig. Das kann ich in schnellen, hektischen Gefechten, die ja zu 90% hier in Doom passieren, nicht so wirklich gebrauchen. Nehmen wir einfach das da, Ansturm. Warte. Dann nehmen wir einfach... Komm schon. Ich krieg den nicht anvisiert, den Penner. Ach, wer braucht denn schon so einen Mod, sag ich mal. Ist ja... Brauche ich nicht, wenn ich Super Shotgun habe. Ja, spring halt weg. Okay. Machen wir es nochmal richtig, ja? Wir machen es nochmal richtig. Okay, das war ein bisschen Fail, aber beim zweiten Anlauf schaffen wir das. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Komme, was wolle. So und nicht anders, Mijong. Wo ist hier was? Komm, gib mir halt Stuff. Gib mir. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Leben, bitte. Schade, da war er schon down. Aber hier ist Leben, hier ist Leben. Gib mal her. Irgendwas ist da hinter mir. Ach, das Ding habe ich auch noch. Gib mal her.
Alles schon down, sehr gut. Oh, wenig Munition. Komm mal her! Burschi! So, jetzt wäre Muni richtig geil. Ich brauche irgendwie ein kleines Opfer. Was sind hier kaputt? Wollen sich erstmal selber? Ja, macht mal. Ich habe damit kein Problem. Bräuchte aber noch mehr Muni. Ist da Leben? Danke. Ist auch noch mal Leben. Ja, mit denen ist da nicht zu spaßen. Ich hab sind irgendwie. Ich hab irgendwie andere Hell Knights, ne? Ich habe gerade die Namen vergessen. Aber vom Style her finde ich die ziemlich geil. Okay, das war's. Okay. Sauber. Sauber. So, jetzt hatte ich hier noch ein Geheimnis gesehen. Hier. Komme ich aber nicht hin. Aber da, warte mal, da führt ein anderer, da ist ein anderer Gang. Hier auf der anderen Seite. Hier hatte ich vorhin auch was. Ja, guck mal da. Komme ich da so hoch? Warte mal. Ich hüpfe mal dahin. Ein ganz komischer Anus ist das. Aber ja, klar, das kann man durchbrechen. Ja, geil. Okay. Was haben wir hier? Cheatcode. Unbegrenzte Munition. Kann ich gebrauchen? Ne? Okay. Jetzt hatte ich halt diese komischen Kugeln da oben gesehen. Ist da noch was? Da ist noch Money. Lass mich mal hier hoch, bitte. Was ist denn das hier eigentlich? Jetzt sag mal, was Phase ist. Achso, der gelbe Blutschlüssel, okay. Sie brauchen zwei weitere Schlüssel für den Durchgang. Finden Sie sie. Zwei weitere? Ich dachte, okay. Also blau war mir ja bekannt, aber... Okay. Komme ich ja später nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Manchmal muss man der Evolution einfach einen Schubs geben. Oh, da. Schubsen wir ordentlich. Ja, in der Tat. So ein One-Up, das ist auch schon mal sexy. Es fehlen hier so viele Sachen, ne? Guck mal, da komme ich wahrscheinlich später nochmal hin, wenn ich wahrscheinlich den letzten Schlüssel habe. Irgendwie so? Hallo? Kann ich mich bitte? Danke. Ach komm. Na klar. Spectre? Die Eisbombe stört die Tarnung, sodass die Zielerfassung funktioniert, okay.
Erschaffen aus einer uralten Schrift verbotener Psychomantie waren es die Inschriften der okkulten sechs versiegelten Augen, die den Spectre manifestieren ließen. Vermutet in entweihten Ruinen, die seit Äonen nicht vom Licht erhellt wurden, förderten Hexer eines verkommenen Herrscherhauses die verbotenen Schriften zutage und rebellierten unter Einsatz von schwarzer Magie gegen die Herrschaft der höllischen Erzdämonen. Durch Zauberei wurden zahllose Abscheulichkeiten und gottlose Kreaturen in die Hölle gebracht. Unter ihnen der Spectre, ätherisches Amalgam des Pinky. Für ihre Rolle bei dieser Fehlschöpfung bestraften die Erzdämonen die Aufständischen auf unaussprechliche Weise und endloses Leid wurde ihnen zuteil. Ja, also nichts Neues letztendlich im Doom-Universum. Okay. Da ist erstmal Sense. Er denkt, er kann es auch wieder hier. Ah, ja, genau. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist mehr Munition. Napalmspeicher, schwere und superschwere Dämonen brennen länger. Hier, bitte. Danke. Danke. Dann habe ich jetzt wie viel? 20. Geil. Schön. Das gefällt mir, du. Dies ist das Herz des Nests. Es hat Wurzeln im Hauptgenerator dieser Einrichtung geschlagen. Interessant. Reaktivieren Sie diesen, um das Nest zu zerstören. Ich glaube, ich werde nur noch mit der Waffe hier arbeiten. Ist ja Hammer. Aua. Ja, gut, Waffenpunkt. Aber was mich jetzt auch nochmal reizen würde, ich meine, das habe ich jetzt durch, ne? Wird ein Dämon im Vollautomatikmodus getötet, hinterlässt er Patronen. Okay. Was haben wir hier? Mikroraketen unbegrenzt und ohne Nachladen abfeuern, ja bitte. Chris. Wobei. Ja, auf was könnten wir denn hinarbeiten? Schieße 5 Haftbomben ab, bevor du nachladen musst. Ist eigentlich auch ziemlich nice. Zerstöre 25 Arachnotron-Geschütze mit Haftbomben. Ach, lol. Ja, auf die musst du erstmal treffen. Ihr Komiker. So, jetzt bin ich hier von Secrets umzingelt. So, da komme ich nicht durch. Da ist der rote Blutschlüssel vonnöten. Da ist... Okay, jetzt werde ich langsam gerade ein bisschen spitz. Das ist die Minigun. Ich bin glücklich. Hier haben wir... Superblutnest. Mega Dateneintrag. Ja, also einmal so ein Ding steuern, ich wäre glücklich. Schon krass. Halt, ich würde das gerne lesen. So, Vega-Dateneintrag. Berichtdatei, das werde ich nicht vorlesen. Ich bin auch nicht verrückt. Operation Lock. Locke. AAR wie folgt. Wofür steht jetzt AAR schon wieder? Aufgrund von Meldungen über die Präsenz von USC-Kultisten am Lock-Reaktor oder Reaktor versuchten die Aufklärungsteams Infil Gamma und Infil Hector sich Zugang zu Lock zu verschaffen und die Situation einzuschätzen. Ihre letzte Übertragung wies auf ein massives Auftreten von Dämonen hin, die über Continuum-Tore, sprich Höllenportale, in die Reaktoranlage eindrang. In einem Notfalltreffen des globalen Rats wurde eine sofortige Antwort des
ARC auf die Situation am Lok-Reaktor abgesegnet. Die Vereinten Koalitionsstreitkräfte umfassen 4 US-Kampf-MEC-Divisionen, die Con-Europe, Langstrecken, Marine, Artillerie, 27 US Nightbird Apache, 3 NATO Sturmtrupp Bataillone, 2 Con-Levi Tank Eingreifdivisionen und 18.000 Special Forces Einheiten der Koalition. Kann man das nicht irgendwie anders formulieren? Das anfängliche Bombardement der LMA führte zu einer direkten Reaktion. Was ist schon wieder LMA? Ich sag mal, wenn ihr weiter so mit euren scheiß Abkürzungen hier umspringt, ne? Kriegt ihr gleich einen Nackenschlag hier. Wofür steht denn jetzt schon wieder LMA? Ich hab das schon. Es geht mir so auf den Sack, ey. Okay, das anfängliche Bombardement der LMA führte zu einer direkten Reaktion der Invasionsstreitkräfte. Eine geschätzte Zahl von 8000 DP-013G-Einheiten, sprich warum schreibt man die einfach Gargoyles, anstatt hier DP-013G-Einheiten? Macht euch das geil mit Zahlen und Buchstaben hier, um euch zu schmeißen oder was? Attackierte die Flotte, versenkte 32 Schiffe und setzte weitere 78% der Flotte außer Gefecht. Die übrigen Schiffe zogen sich auf eine Position rund 32 Meilen von der Küste zurück. Außer Reichweite der Gargoyles, aber auch zu weit entfernt für den Artillerieeinsatz. Sauber. Nach Abzug der Flotte leiteten Kampfmechs und Apaches eine Nachfeueroperation gegen den Reaktor ein, während Sturmtruppen und Spezialeinheiten eine rückseitige Infiltration versuchten. Mehrere Verbände gelangen in den Reaktor, wo der Dämon bereits ein DP-13-6-Nest oder 13G-Nest, nee, ist nicht 6, ne? 3, sag doch einfach Super-Blutnest fertig, hört auf mit diesen Zahlen, was bringt denn das? Sprich Superblutnest errichtet hatten. Wenngleich Blutnester schon von vielen anderen Invasionsorten gemeldet wurden, handelte es sich bei diesem um das bislang größte. Das Nest bildete sich direkt um den Reaktorkern. Mehrere tausend EFF-Signale, wofür steht denn schon wieder fucking... Wenn ihr schon Abkürzungen macht, dann schreibt direkt dorthinter, wofür das steht. Oder blendet mir eine Legende ein, wofür... Ich weiß nicht mal, was das heißt, was ich da vorlese. Mehrere tausend EFF-Signale sind am Ort des Nests angehäuft, was darauf hindeutet, dass die Dämonen unsere gefallenen Truppen als Teil ihres bioorganischen Continuum-Tores einsetzen, also Höllenportal. Im Moment wird das Superblutnest als ursprünglicher Einfallsort der Invasionskräfte betrachtet. Fick die Henne, ey. Ohne Zerstörung des Continuum-Tors, leckt mich am Arsch, ey. Sehen die Analysten keine Möglichkeit, den Strom der Angreifer einzudämmen. Empfohlene Reaktion TNV, totale nukleare Vernichtung. Alter, ihr habt doch... Wenn weiterhin solche Texte kommen, ne? Ach, klar. Mann, ey. Alter. War es das jetzt hier? Gut, dann kann ich mich hier... Ich immer noch Kampfmucke oder was? Die Mucke ist schon geil. So, da kann ich nicht hin. Da war... Das da bekomme ich einen Schirm, weil ich roten Blutschlüssel brauche. Und hier ist... auch nichts mehr. Da würde ich gern rein, verfluchte Kacke. Ihr habt doch gekifft. Was? Ein Spielzeugkram. Okay, dann... Was ist das da? Da möchte ich auch gehen hin. Das sieht giftig aus. Oh, ich habe euch gar nicht gecheckt. Okay, alles wieder cool. Aha.
Oh, Strahlenschutzanzug. Der Strahlenschutzanzug schützt den Spieler vor Giftschleim und giftigem Wasser, aber er zersetzt sich im Lauf der Zeit. Lade den Strahlenschutzanzug auf, indem du Strahlenschutzanzugsauffüllung oder einen neuen Strutz... Alter, fickt euch ins Knie. Einen neuen Strahlenschutzanzug aufspürst. Strahlenschutz. Muss man ja dreimal in einem Satz bringen. So, Anzug... Der Strahlenschutzanzug erleidet weniger Schaden von Giftschleim und von giftigem Wasser. Was? Explodierte Fässer respawnen einmal nach kurzer Zeit? Wie geil ist das denn? Fässer hinterlassen etwas... Ach, was soll ich mit dem Kram? Okay, jetzt habe ich da unten links eine extra Energieleiste. Und da ist irgendwie... Ja, da komme ich später hin. Gut, wie schnell nutzt sich das denn hier ab? Boah, aber ordentlich. Okay, da kann ich es aufladen. Da geht's irgendwie rein. Da geht's. Aha, warte mal. Ah, okay, alles klar. Okay, Wächterbatterie. Das ist nice. Strahlenschutzanzug. Versuch das dreimal hintereinander schnell zu sagen. Ganz schnell. Ah, okay, alles klar. Ich hab's begriffen. Da muss ich rein. Gut, ich kann es ja nochmal aufladen hier. Ihr kommt auf Ideen, ey. Ihre Angst vergehen. Oh, geil. Geschafft sogar. Darf ich halt bloß nicht verkacken wieder. Jetzt muss ich aber irgendwie... Boah, natürlich bin ich genau in den Schuss rein. Ah, das ist schon wieder so eine Begegnung. Das irgendwie... Aha! Okay, hier ist der rote Blutschlüssel. Das ist edel. Ich bin lang noch nicht fertig hier. Ich will noch mal kurz gucken, was hier ist. One-Up. Schön. Ach, fuck, ey. Wo führt mich das dahin? Ach, nach da oben direkt. Okay. Da unten ist da unten wirklich nichts mehr. Ich wollte mich eigentlich nochmal gechillt da ein bisschen umgucken. Von dort bin ich gekommen. Was ist das da? Echt, jetzt bin ich schon wieder da durch. Warte mal, guck mal, da ist auch noch was. Da! Komm her. Revenant, danke. Dann komme ich wieder hier hin. Ist da unten auch noch was? Nee. Das war's jetzt hier, oder? Nee, da ist noch eine Wächterbatterie. Aber, nee, Moment, da komme ich hin, wenn ich, okay, alles klar, okay. What the fuck, Mann? Warum habe ich mir das überhaupt aufgesammelt da eigentlich? Ganz ernsthaft. Ich hier schon wieder verkacke. Ich guck mal kurz hier rein. Ich will mal wissen, was mich da erwartet. 24 Sekunden. Okay, was? Wo ist der nächste? Da unten. Ach, lol, Alter. Nö, das möchte ich gerne nochmal von vorne beginnen. Ich hoffe, ich kriege da auch meine One-Ups wieder. Ich muss ja erstmal checken, von wo die überhaupt kommen. Ja, kill mich jetzt. Achso, ich stehe immer wieder am Spawnpunkt. So kann man das natürlich auch machen. Ja. Jetzt mach hin. Danke.
Weh, ich habe meine One-Ups nicht wieder. Speicherpunkt laden. Wo komme ich überhaupt raus? What the fuck? Da ist ein Pinky wieder. Also das ist mega nice. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich werde das beim nächsten Mal probieren. Meine One-Ups sind natürlich weg, weil ist so. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.